Da ist der Unserrhein, schön und unschuldig fließt er dahin. Aber ist das wirklich so? Hier lauern überall unsichtbare Gefahren. Hierzu war im letzten Riedecho vom 9. Juli ein interessanter Artikel geschrieben. Es hat in diesem Jahr schon wieder einige Opfer gegeben. Die Gefahren dieses Stroms werden von vielen maßlos unterschätzt. Binnenschiffe und Motorschiffe verursachen am Ufer kurzfristig Wellen und Strömungen. Den Badenden werden im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser unter den Füßen weggezogen. Man kann sogar umgerissen werden. Die Wasserhöhe kann bei der Vorbeifahrt von Schiffen bis zu einem Meter ab- oder zunehmen. Die unterschiedlichen Wassertiefen erzeugen dabei starke Strömungen. Selbst ein geübter Schwimmer kann dabei in ziemliche Schwierigkeiten geraten. Dabei sieht vom Ufer alles so idyllisch aus. In Gernsheim, in der Nähe der Hammeraue oder auch auf dem Kühkopp gibt es Buhnen, die rechtwinklig in die Flussmitte weisen und das fließende Wasser auf die Fahrrinne konzentrieren sollen. Die Buhnen dienen dem Uferschutz und fixieren den Flusslauf. In ihrer Wirkung sind sie auch ein Regulierungssystem, bündeln den Durchfluss, um auch bei geringen Durchflüssen ausreichend Wassertiefen für die Schifffahrt sicherzustellen. Hier kommt das niederländische Frachtschiff Salve gefahren. Es ist 85 Meter lang, 10 Meter breit. Das Schiff fährt mit einer Geschwindigkeit von 9,5 Knoten talwärts. Das entspricht 17,5 Kilometer in der Stunde. Noch eine Ergänzung zu den Buhnen. Es herrschen dort große Strömungsunterschiede. Schwimmende können unvermittelt ins Fahrwasser gezogen werden. Auch ist wenigen bekannt, dass hinter den Buhnen es zu senkrechten Verwirbelungen des Wassers kommt. Hierbei können so genannte Kolge entstehen, Vertiefungen am Flussgrund. Das Wasser kann hier sehr tief sein. Der Schwimmer wird regelrecht ins Wasser gezogen. Dieser Wasserstrudel ist so stark, dass es keinen Sinn macht, gegen die Strömung anzuschwimmen. Die einzige Hoffnung ist, durch eine Gegenströmung wieder nach oben zu gelangen. Wer aber kann in so einer Paniksituation cool bleiben und darauf warten, bis man wieder aus dem Strudel von selbst herauskommt? Jetzt kommt ein schönes, mit Containern beladenes Schubschiff. Es ist die Mala, sie fährt unter niederländischer Flagge. Das mächtige Schiff ist 177 Meter lang und 12 Meter breit. Es fährt mit einer Geschwindigkeit von 9 Knoten talwärts. Das sind 16,668 Kilometer in der Stunde.
Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.